So, schönen guten Morgen, sage ich erstmal. Recht herzlich willkommen zu meinem neuen Review, was man auch immer sagen will. Heute geht es eigentlich um ein kleines Gadget. Ihr seht es ja hier schon, ein kleines Beutelchen. Kaffee habe ich mir gemacht, kann losgehen. Von daher schauen wir uns das Ganze mal an. Na, was ist in dem Beutelchen drin? Vielleicht seht ihr es ja auch schon in der Videobeschreibung, klar. Aber wir machen es trotzdem mal auf. Na, wir gucken mal rein. Und zwar geht es heute um ein paar kleine Linsen. Ne? Und zwar für das iPhone. Schauen wir uns die Dinger erstmal ein bisschen genauer an. Es sind insgesamt drei Linsen in dem Paket dabei. Ne? Zum einen die Fisheye Lens, dann eine Wide Lens um den Faktor 0,767 und noch eine Makrolinse. Wichtig zu sagen ist nochmal, dass wenn man die Wide Linse benutzen will, immer die kleine Makrolinse unten draufschrauben muss, dass sonst die Sache nicht funktioniert. Angebracht werden die ganzen Linsen mittels so eines kleinen Clips, der wird direkt über die Kamera geschoben. In dem Fall ist es jetzt bei mir das iPhone 7, nicht Plus, normal 7. Beim Plus gibt es eventuell noch Probleme, müsste man mal schauen. Hier sieht man das Ganze nochmal von der Seite, also der Clips wird direkt auf das iPhone geklemmt. Mit Hüllen muss man auch nochmal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Aber hinten ist Schaumstoff dran, braucht euch also keine Sorgen machen, dass ihr alles zerkratzt. Ich wollte euch natürlich auch noch zeigen, wie das ganze Ding gekommen ist per Post. Also ihr habt so eine schicke Hülle. Was heißt Hülle? Verpackung. Hier war normalerweise dieser Halter drin fürs iPhone, die erste Linse. Drinne war sowas. Also ihr seht, so. Ne? Halter, große Linse, kleine Linse und dieser schöne Stoffbeutel, der war auch mit dabei. Ne? Gucken wir uns aber die Verpackung nochmal an. Ja, Universal Clip Lens. Also es funktioniert natürlich nicht nur für iPhone, es funktioniert für alle Telefone, die ich soweit bis jetzt mitbekommen habe. Bei solchen Outdoor-Geräten müsst ihr mal gucken, die sind meistens etwas dicker. So wird es dann gemacht, habe ich euch ja gezeigt. Ja, verschiedene Linsen, die drei Stück nochmal. Ja, Good Product. Ich wollte jetzt auch nicht schreiben Bad Product, das wäre Blödsinn. Hinten drauf nochmal ein paar Effekte. Ich gucke nochmal ein bisschen näher ran, ob ich hier ein bisschen schärfen machen kann. Genau. Wir haben natürlich, wie gehabt, Fisheye, Makro und Wide Angle Lens. Alle nochmal schön dargestellt. Bei Nacht, naja, ich wollte jetzt nicht unbedingt Nachtaufnahmen machen. Das war's schon. Hier seht ihr nochmal, wie es verpackt kam. Ja. Gut. Dann schauen wir uns weiter an. Wie die guten Dinger in der Nahaufnahme aussehen, habt ihr ja gerade gesehen. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in der Praxis an. Dafür nehmen wir einfach mal iPhone 7 in Diamond Black. Bis jetzt echt noch sehr schön. Ja. Zwar ein Haufen Fingerabdrücke drauf, aber noch keine Kratzer. Schön. Gut, und damit das Ganze auch schön steht, nehmen wir unser ein kleines Stativ und klemmen das Ganze mal ein. So. Oh, jetzt blendet auch noch das Kameralicht hier. Na, machen wir es mal einfach mal. Ja, so, wird schon gehen. Gut, welche Linse nehmen wir zuerst? Wir schauen uns mal das Fischei an. Ja, mal gucken, ob ihr es jetzt mal seht. So, das Fischei. Fischei-Lens 180 Grad. Ja, gucken wir uns das als erstes mal an. Und zwar drehen wir das dann hier wieder wie gehabt auf diesen Halter auf. Ja, ich räume den Beutel weg, der nervt. So, einfach nur ganz normal wieder aufschrauben. So, jetzt habe ich es natürlich schon festgemacht, das iPhone. Ja, aber gar nicht schlecht. Jetzt kann man direkt sehen. Na, was war denn das? Gut. Wie es aussieht. Wir haben jetzt hier die Linse und die muss jetzt hier oben drüber. Klar, logisch. Über die Kamera. Jetzt sehen wir das auch alles ein bisschen gleich in der Vorschau auf dem Handy. Ich hoffe mal, ihr könnt es sehen. Ich glaube, ich muss das mal noch ein bisschen scharf stellen. Na, wird schon passen. So, und zwar, Kameralinse ist hier oben rechts. Oben links, sorry. Schieben wir einfach mal drüber. Und ihr seht schon, das ist echt ein ganz schöner Unterschied vom Bild. Ich mache mal ein Foto jeweils. Einmal so, nochmal ohne. So, die blende ich euch jetzt mal ein. Gucken uns die Bilder nochmal an, so etwas genauer.
Ne? Damit wir überhaupt sehen, ob wir irgendwas hier auf dem Bild haben, das was auch scharf ist, tu mal einfach mal mein schickes Unboxing-Messer. Ne? Das tue ich einfach mal hier vorne in den Vordergrund. Genau in die Mitte von der Linse. Ich gebe mir mal Mühe. Ja, müsste ungefähr in der Mitte sein. Schauen wir uns mal an, wenn wir hier ranzoomen. Das ist echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich mache mal ein Foto. Also ich hätte gedacht, diesen wesentlich mehr verzerrt, verwaschen, unscharf, habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so eine Qualität in der Mitte ist. In der Mitte. Ne? Immer bedenken in der Mitte. Wenn wir hier an den Rand gehen, kann ich jetzt natürlich nicht machen, aber auf dem Foto seht das ja. Ich mache hier nochmal ein Foto. Am Rand ist es wirklich sehr, sehr verwaschen. Da sehe ich jetzt schon in der Vorschau, da ist nichts damit schärfer, aber wichtig ist ja die Mitte. So, tauschen wir mal die Linse aus. Ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. Tu mal die zur Seite, Fischer. Und natürlich schön wieder mit dem Objektivdeckel drauf, ne, damit wir hier nichts zerkratzen. War ja wahnsinnig teuer, diese Linse. So, das nächste. Jetzt ist nochmal, ich schraube es erstmal drauf und dann halte ich es nochmal fix in die Kamera. Hätte ich vielleicht so. Gut. Und zwar haben wir hier einmal, na, kriege ich scharf. Wir haben einmal eine Wide-Linse und einmal eine Makro-Linse. Beides steht komischerweise auf der gleichen Linse drauf. Dann fällt einem aber auf, wenn ich das jetzt hier einmal. Na, ich schraube es nochmal ab. Ist einfach. So, wir haben hier unten Makro und oben das Wide, ne? Oder die Wide-Linse. Wir können die einzelnen abschrauben, ne? Und probieren. Ne, wir müssen beide zusammen machen. Ich will erst die Wide probieren und wollte euch dann im Nachhinein die Makro zeigen. Ne? Das heißt, wenn ihr Wide machen wollt, müsst ihr beide zusammen drauf gesteckt lassen. Schrauben das Ganze wieder ein bisschen fest. Ne? Ist schon fest. Und stecken das natürlich wieder, wie gerade gehabt, auf die Linse. Na, wieder nach hinten zoomen. So. White. Ah, wir haben immer noch eine ganz schöne Vignettierung drin. Ne? Ist ja Wahnsinn. Na, das überzeugt mich jetzt nicht so. Immer noch in allen Ecken ist eine starke Vignettierung. Da ist also, das ist zwar alles größer, das Bild. Ne? Vorher. Nachher. Ne? Aber die Vignettierung stört echt extrem. Also da kann man, das brauchen wir nicht wirklich. Ne? Schauen wir uns mal an ein Foto. Ne? Seht ihr jetzt, zeige ich euch nochmal. Naja, gut. So, aber damit das Ganze noch komplett wird, schrauben wir das Ganze nochmal ab und schauen uns nochmal die. Ah, wo ist es denn? Da ist es denn. Den Makro an. So, drehen wir das Ganze wieder ab. Tun die zur Seite. Und schrauben jetzt die Makro an. Ja, da ist er. So, bei der Makro brauchen wir auch nur wieder ganz normal aufschrauben. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Bestimmt alles unscharf. Ja, war ja klar. Wir sind viel zu weit weg. Wir haben alles ein unscharfes Bild. Ich krieg's auch nicht scharf. Durch die ganze Sache. Ja, durchs Antippen kann man ja normalerweise Schärfe einstellen. Ich nehme jetzt einfach mal das Leatherman, ne, oder mein Unboxing-Messer und gehe mal ein bisschen näher ran. Wie ihr gerade feststellt, das ist ganz schön nah. Wahnsinn. Und natürlich scharf. Und ich müsste das Messer auf jeden Fall mal sauber machen, so wie das aussieht. Sehr eklig. So, ich blende euch die Fotos jeweils mal ein. Ich hoffe mal, ihr könnt es dann gut sehen, den Unterschied. Es ist echt nicht schlecht. Man muss unbedenken, es ist eine 1-Euro-Linse. Ne? Also alle drei zusammen. Alle drei Linsen haben 1 € gekostet. Ich finde das immer noch Wahnsinn. Oh, schöne Carbon hier. Cool. So, schauen wir uns das Ganze nochmal im Video an. Sieht ja immer.
drücken wir nochmal fix auf hier Video. Ich habe jetzt die Makrolinse dran, ne, und gehen einfach mal mit dem Leatherman ein Stückchen nach vorne. Und ihr seht schon, das ist wahnsinnig nah dran. Kann man kaum ruhig halten, das Ding. Wahnsinn. Das Ganze jetzt auch noch in 4K aufgenommen. Und es ist echt widerlich. Na gut. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja um die Makroqualitäten. Aber, wie ihr natürlich auch seht, Mitte ist wahnsinnig scharf, wenn ich es mal ruhig halten könnte. Aber sobald es an den Rand geht, ist es wirklich extrem verwaschen. Na, da könnt ihr nicht so viel erwarten. Aber, naja, von einem 1-Euro-Produkt ist jetzt auch nicht so. So, tauschen wir mal fix die Linse. Und gucken uns mal das Fischei an. Das ist das, was mich noch interessiert. Wenn ihr irgendwas so vor der Kamera langlaufen lasst, sieht es halt irgendwie ziemlich verzerrt aus. Aber es ist ein Effekt, wenn ihr den haben wollt. Wunderbar. Ja, noch vielleicht ein kleines Fazit zum Schluss. Also für 1 Euro kann ich euch die Linsen auf jeden Fall empfehlen. Wobei ich persönlich bei der Fischei- bzw. Makrolinse bleiben würde. Die White-Linse ist jetzt nicht so mein Fall. Ja. Gut, also bis dahin vielen Dank fürs Zusehen und wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren und wenn ihr wollt, einen Daumen da lassen. Bis bald. Was ich euch auch nicht vorenthalten wollte, ist mein aktuelles Beleuchtungsmodell, wie man es auch immer nimmt. Ich habe einen Baukasten geplündert. Makita, so eine Bauleuchte ist es eigentlich. Schön ist, man kann sie halt komplett einmal drehen, aufmachen. Ne? Alles schön hell ist er auch. Man kann es in verschiedene Richtungen drehen, auch ein bisschen bodennah machen. Allerdings reicht es halt sehr oft nicht mehr aus. Das heißt, falls ihr mal irgendwie eine schöne Leuchte habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde gerne mal schauen, was ihr so habt, beziehungsweise was ihr empfehlt. Ja, schreibt es unten rein. Bis dann.